Freunde, New Hookah Day, Alpha Hookah Oro sollte sich in diesem wundervollen Paket von Shisha Dome befinden. Übrigens, Shisha Dome, sehr, sehr gerne mit Code SWG10 bei all euren Einkäufen 10% sparen und gleichzeitig den Channel supporten. Ein weißes Shirt in 2XL. Doch. Was ist da drauf? Union Hookah. Geil. Ist ein geiles Shirt. Oha, da geht ein dicker Kuss an den Alex von Shisha Dome raus. Qualität ist auch gut. Geil. Und ich habe ja sogar die goldene Union zu Hause. Ja, das passt ja umso besser. Ja, es passt perfekt, Digga. Ja. Union Hookah Workshop. Alter, wie nice. Ja, da geht auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an den Alex von Shisha Dome raus. Das wusste ich nicht, dass das mit in dem Paket liegt. Das war eine schöne Überraschung. Da sind noch mehr Überraschungen. Ach, guck mal hier. Wundervoll. Eine Thick Bowl als Funnel-Variante. Welche Farbe haben wir? Hui, not bad. Maschallah. Gibt mir immer so leichte Popo-Vibes der Kopf. Also ich finde das jetzt nicht übel oder so. Ich will mich da nicht beschweren. Über den Rest können sich andere Leute streiten. Habe ich kein Interesse dran. Aber ich sehe die sehr oft bei... Der Carrie habe ich die noch oft gesehen. Carrie wäre letzte gewesen, die mir eingefallen wäre. Und dann haben wir hier mit einer wundervollen Umverpackung die Oro. Seit Ewigkeiten. Endlich mal wieder ein gescheites neues Modell von Alpha. Alpha Hookah, vor allem bekannt durch Model X. Die haben natürlich auch noch S. In Russland haben sie auch noch Kappa. Ich weiß gar nicht, ob es die bei uns, ob überhaupt jemand eine Kappa hat oder ob die mal offiziell verkauft wurde, weiß ich gar nicht. Und dann kam ja die Revolution. Die haben ein neues Produkt angekündigt und jeder war so, yes, Sir, endlich ein neues Produkt von Alpha. Und dann war es das Reversible Sleeve für Model X. Perfekt. Sah basically genauso aus, nur dass du den Blow-Off umdrehen konntest, was schon Jahre mit einem Sleeve vorher ging. Ja. Die hieß dann irgendwie Alpha Hookah Reverse oder so. Aber, ich meine, wir wissen noch nicht, ob das hier für ein Arsch ist. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Umverpackung. Hinten steht auch nichts mehr drauf. Ich würde sagen, wir machen das mal. Das ist auch so eine Pulli-Verpackung. Das passt total gut. Okay, das ist so ein Klappkarton. Müssen wir aufpassen, dass wir den nicht vorher aufmachen. Oben drauf steht nur Alpha Hookah, Enjoy Your Hookah. Dann haben wir auf der Vorderseite einen kleinen Schriftzug mit Be Greater und einem kleinen Original-Ding. So ein Code hier, weißt du? So ein Anti-Fake. Und hinten drauf haben wir nochmal Prime Oro. Und oben haben wir sogar noch einen Tragegriff, wo ich mich definitiv nicht traue, das da dran zu tragen, ohne unten eine Hand drunter zu halten. Und dann sollten wir das Ganze, so wie das hier aussieht, einfach aufklappen können. Wenn ich das hier hinstelle, seht ihr das noch gut? Ja, ne? So, dann haben wir oben drauf noch so einen Banner. Oh, die Oro mit den ganzen Auszeichnungen, die Alpha schon bekommen hat. Da ist zum Beispiel dabei Hookah Club Show 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Also die haben Best Accessory haben sie zweimal gewonnen. Und Best Hookah haben sie 7-mal gewonnen. Zwischen 2017 und 2022. Gibt es nicht so viel in Russland? Oder? Also. Könnte man sich da natürlich fragen. So, hier haben wir noch eine Beschreibung. If you are holding this letter in your hand, then you have become a part of the large Alpha Hookah family. Thank you for your trust. Alpha Hookah is not just a company. This is a matter in which we invest our soul daily. Every client for us, permanently or new, is a confirmation that we have chosen our path correctly. We love our work and try to do it at the limit of our abilities, because we have no right to let those who trust us down. Ist übrigens auf Englisch, Russisch und Spanisch da, nicht auf Deutsch. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Parchment Paper. Ui. Sogar in dem Schaumstoff hier ist Oro. Und dann haben wir da auch schon, wir fangen mit dem Mundstück an, oder? Es ist relativ leicht, ich würde sagen, es ist aus Aluminium. Es ist natürlich auch in Gold gehalten, hier nochmal so ein goldener Streifen und auf der anderen Seite so ein schwarzes Griffstück, aber ich glaube, das ist einfach Plastik, tatsächlich. Ich muss auch dazu sagen, ich bin hin und her gerissen. Ich habe die Pfeife auf dem Social Media Profil von Alpha gesehen und war mad in love. Und habe dem Alex geschrieben, sobald das Ding in Deutschland ist, Alex, sobald das Teil bei dir liegt, ich will eine, ich nehme eine. Gib, so schnell wie geht. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet und noch viel mehr gewartet. Und irgendwann war der Alex so, ey, die kommt übrigens morgen. Und ich so, Bruder, was? Und in der Zwischenzeit hatte ich aber schon von einigen Leuten negative Sachen über die Qualität gehört. Das werden wir uns jetzt heute aber auf jeden Fall mal angucken, wie das so ist. Und ich würde sagen, jetzt ist Zeit für die Rauchsäule. Okay, das ist schwerer, als ich dachte, wenn ich jetzt so viel Negatives über die Qualität gehört habe. Und das hier, das ist doch mal was, oder? Guckt euch mal bitte diese Base. Ich muss irgendwie meinen Arm so halten, dass du nicht mit drauf bist, Hasti. So geht's, oder? Guckt euch mal bitte diese Base an. Wie wild
sieht das denn bitte aus? Ich sehe auf jeden Fall jetzt schon, dass die Pfeife ein Fingerabdruckmagnet ist. Aber Digga, diese Bass ist doch sick, oder? Von unten sieht das Ganze so aus. Wir haben 4 Bohrungen für einen Blow-Off und eine große Bohrung für einen Durchzug. Der Schlauchanschluss sieht von oben auch auf jeden Fall so aus, als wäre der magnetisch. Ansonsten wäre das ziemlich eng. Und hier oben haben wir auch noch ein verrücktes Teil. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Funktion dahinter steckt. Gucken wir mal. Okay, wir können das auf jeden Fall abschrauben. Ah, das ist ein Molassefänger. Okay, die Pfeife hat einen eingebauten Molassefänger, so wie es aussieht, ist die Frage. Sollte ich den so nicht aufkriegen? Hast die Macht, ich meine, nützlich. Komm. Okay, wir gucken erstmal weiter. Da sollten ja noch ein paar Sachen drin. Ach, Digga. Das ist so nice, Junge. Okay, das sieht schon gut aus. Leute, dieser Teller. Uffbasse. Junge. Ist das ein Kohleteller? Heilige Scheiße, sieht der geil aus. Das sieht doch so sick aus. Also von der Gravur mit diesem Waveform-Muster über diese sicke goldene Turbine, das Alpha-Logo, der Name Oro unten, der sieht doch so brutal aus. Also, und als ich davon die Aufnahmen gesehen habe, auf Insta war ich so, Digga, ich muss die haben. Entgratet ist sie angenehm. Pulverbeschichtung sieht gut aus. Ja, ist schon, kann man das rausnehmen? Weiß ich nicht. Das ist unten hier, der Verschluss sieht ein bisschen basic aus, würde ich mal sagen. Hier mit den kleinen Dingern. Ne, hier, mit den Dingern, die einfach nur diese goldene Platte halten. Krass. Bist du sicher, dass das aufgehen soll? Nee. Okay. Aber müsste doch, oder? Das geht nicht. Also ich habe es auch nicht aufgekriegt. So. Dann haben wir noch ein Tauchrohr. Das Tauchrohr sieht tatsächlich verdächtig nah nach einem Alpha Modell X Tauchrohr aus. Der Diffusor ist auch genau wie bei Alpha. Der war schon immer hier umdrehbar, je nachdem, ob man den an- oder aushaben möchte. Aber mit einem wichtigen Unterschied. Bei dem Model X ist das Gewinde nach außen und hier ist es innen. Ja, das heißt, hier werden wir den Gegenpart anders in die Base schrauben. Dann haben wir noch ein Sortiment an Ersatzteilen. Mit verschiedenen O-Ringen und Kugeln, aber nur eine kleine und eine große Kugel. Verstehe ich nicht genau, warum wir davon jeweils nur eine haben. Vielleicht werden wir das aber noch herausfinden. Und dann haben wir noch dieses Gerät hier. Das scheint wie eine Art Cooling-Diffusor von Stimulation zu sein, wenn ich mich da nicht irre. Oh oh, bitte verliere ich nichts. Oh ja, okay, da liegen auf jeden Fall schon mal die kleinen Metallkugeln drauf. Das können wir abmachen. Das lässt sich auch drehen und schrauben. Dann liegt unten noch eine Kugel drin, die wohl gegen das Fluten ist. Also ich schätze tatsächlich, das ist ein Cooling-Diffusor. Das ist einfach der Alpha-Cooling-Diffusor. Ja, können die Russen froh sein, dass du mit den deutschen Patenten in Russland nicht so viel anfangen kannst. Ansonsten würde das Alpha wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Wir haben da auch eine Wasserstandsanzeige drauf. Das sieht tatsächlich nach relativ viel Wasser aus, oder? Ja. Und ich schätze, das können wir hier alternativ zu dem normalen Diffusor auf das Tauchrohr schrauben. Ja, damit lag ich wohl richtig. Okay, das sieht wild aus, da bin ich gespannt. Also ich weiß auch tatsächlich gar nichts über die Pfeife, ne? Ich habe nur 3 Bilder auf Insta gesehen und war so, okay, brauche ich. So dumm, wie es klingt, aber das ist die... Klassischer Marvin. Die wahre Geschichte dazu. So, und dann haben wir hier als letztes in der Verpackung... Dann haben wir noch einen Schlauch von Alpha mit dem... Schlauchendstück. Und I guess... Oh ja. Ist magnetisch. Oh ja, ist magnetisch. Sehr gut. Guck. Oh, geil. Oh ja. Oh ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gut, dann bauen wir die wunderschöne hier mal zusammen, oder? Ich weiß nicht, ich würde die nochmal schnell durchspülen in der Küche. Weil ja, Real das. Rap, gerade bei so russischen Pfeifen... Schwierig. ...vertraue ich der Qualität dann nicht immer blind. So, jetzt ist die Frage. Ich habe gehört... ja, guck mal. Das ist smart. Wir haben oben... Eine Stelle, wo wir eine flache Kante haben, hier. Und wenn wir uns den Teller angucken, wo er aufgelegt wird, haben wir auch die eine Seite, die flach ist. Seht ihr, was ich meine? Hier, also da. Und das bedeutet ja, dass das hier wunderschön... Naja, gut. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass das besser greift, perfekt. Um ehrlich zu sein. Ja, aber das, sobald also, du... es funktioniert, aber... Ich, also bei deutscher Wertarbeit hätte ich jetzt gesagt, wie kann das sein, dass sich da überhaupt noch was einen Millimeter bewegt, wenn ich da an Stimulation denke. Das kannst du keinem erzählen, oder? Vor allem frage ich mich, warum? Also warum ist es wichtig, dass die Ausrichtung so übereinstimmt? Ist jetzt nicht so, als ob irgendein Logo dann mit irgendwas zentriert wäre oder so. Weißt du? Ja, ich verstehe. Also Oro-Logo guckt gerade nach da, Base, also Rauchsäule ist aber so. Why? I do not understand.
Und das dann oben drüber, oder was? Ja. Dann da ist komischerweise auch eine Kugel drin, glaube ich, oder? Also es hört sich zumindest danach an. Hört ihr das? Also irgendwas klackert da auf jeden Fall, ja. Räumen wir mal fest. Ja, dann sitzt er aber. Naja. Ja, oder weniger. Also so ein bisschen kann er klappern, aber ich schätze, das ist wegen dem Innending und dem Teller für drauflegen. Ja gut, ich sag mal, es sitzt ja auch eigentlich keiner da und macht dir die ganze Zeit so bei einer Pfeife, ne? Ich würde sagen, ich gehe mal kurz in die Küche, spüle die noch einmal ordentlich mit Reinigungsmittel durch, damit alle Rückstände, ne? Immer wenn ihr eine neue Pfeife kauft, dann sind da Produktionsrückstände dran. Ich würde aber auch sagen, wieder. Man sollte immer seine Pfeife durchspülen. Ja, besser ist es. Ja. Oh, ist gar nicht mal so schlecht. Ja, also es gibt mit Sicherheit noch Bowls, die deutlich schöner aussehen für die Pfeife. Aber ich will wissen, was dieser Diffusor macht. Und um das herauszufinden, müssen wir erstmal sehen, was da drinnen passiert. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine Clear Bowl nehmen. So, noch ein Tipp. Neue Schläuche sind meist etwas unangenehm. Deswegen würde ich am Anfang immer empfehlen, einen Schlauch zu nehmen, den ihr schon kennt. Warum kann ich das hier abschrauben? Warum sollte ich das wollen? Vielleicht, um den neuen Magneten reinzumachen. Kann ich den da festschrauben? Nee. Der Magnet liegt da drin, glaube ich, oder? Ja, ja, okay, das ist smart. Das ist cool. Dann haben die actually ein Problem gelöst, was man oft hatte, ja? Ja, wird ja schlechter mit der Zeit. Aber ich habe ein Problem, was ich gerade nicht gelöst bekomme. Und zwar der Schlauch, der sich nicht lösen lässt. Ja, dann brauche ich wohl doch den. Also die Kopfdichtung ist auf jeden Fall schon mal für den Arsch. Digga, was ist das denn? Die ist ja 0,1 mm dick, die Kack-Kopfdichtung. Was ist das? Ist schon nicht geil, ne? Da kommt direkt wieder so eine hässliche, aber geile Kautschukdichtung drauf. Guck mal hier. Dann sitzt das Ganze auch bombenfest. So, und während das Köpfchen warm wird, gibt es da leider noch eine Sache, über die man reden muss. Das Geld. Die kostet 499 Euro. Ohne Bowl. Ohne Bowl. Ohne Bowl. Ohne Bowl. Also so wie sie hier steht, kommen nochmal 180 Euro für die Bowl obendrauf. Ja, sind 15 Euro für den Kopf und 25 Euro für den HMD. Also es gibt nichts, was diesen Preis rechtfertigen kann. Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Das ist eine Pom-Base mit Alu-Verzierung. Das hier sind Pom-Elemente. Darunter ist eine normale Rauchsäule. Das heißt, es ist auch sozusagen nur ein Sleeve. Und ja, die hat einen magnetischen Schlauchanschluss und ui, Design, ui. Aber Bro, es gibt wirklich nichts, was diesen Preis rechtfertigen kann. Außer es würde diese Pfeife nur, weiß ich nicht, 20 Mal geben oder so. Aber ist auch nicht limitiert. Ist nicht limitiert. Ja, perfekt. Und wenn du versuchst, objektiv diesen Preis zu rechtfertigen, geht nicht. Geht einfach nicht. Also selbst wenn die sich super geil raucht und alles, aber das wackelt hier ein bisschen, das hier ist nur mit O-Ring gesteckt, genauso wie hier. Also wen das stört, ne? Dann hol dir eine Stimulation, dann hast du Qualität. Die Russen standen noch nie für eine herausragende Qualität. Die haben ein wildes Design und Qualität ist bei den Russen, habe ich so das Gefühl, immer so ein, das hält, fertig. Fertig. So, kann man rauchen. Die fällt nicht auseinander, die steht hier, die kann man rauchen. Aber fertig. Also wenn man das aber jetzt objektiv betrachtet, ne? Ja. Die Pfeife ist auch nicht krass aufwendig. Nö. Also gar nicht. So. Also vielleicht das untere Teil da müssen wir nochmal rausfinden, was der jetzt macht. Und ich würde sagen, ich nehme auch einfach mal jetzt den ersten Zug. Das mit vier Kohlen sollte das hoffentlich an sein. Das klingt schon mal sehr schön. Das hört sich geil an. Sehr dumpf. Also das klingt gut. So, blubbern und ziehen und überhaupt. Sehr smooth. Also mit dem Diffusor auf jeden Fall sehr, sehr smooth. Blow-off. Es sieht schon geil aus. Sieht geil aus. Ne? Sieht geil aus. Kann man gar nichts sagen. Also Blow-off finde ich geil. Ich finde es geil, weil ich dachte natürlich, ne, ich meine, wir wissen ja, hier ist kein Doppelwand und oben ist kein Auslass, das muss ja irgendwo hier passieren. Das muss da rauskommen, ja. Das wussten wir ja sozusagen. Aber so, Digga? Aber dann erwartet man halt so ein Aeon-like Blow-off, dass der hier einfach so wegballert. Aber ich finde dieses Ruhige und Dichte sieht eigentlich ziemlich nice aus, oder? Ja. Hat schon das was. Sieht mehr aus, als würde jemand Rauch pusten. Nicht so Mainstream, es kommt halt alles schnell raus. Ja genau, und bei der nicht. Obwohl es eigentlich ein todsimpler Blow-Off ist, ist es doch irgendwie besonders. Also Blow-Off bin ich Fan. Ja. Finde ich schön. Aber ich würde trotzdem sagen, 500 Euro für den Blow-Off ist schwierig. Ja, ist schwierig. Was ich noch nicht ganz verstehe, was der Diffusor macht, weil ein Cooling-Diffusor ist es nicht. Dann würde Rauch aus dem Kopf rauskommen und kommt nichts oben raus. Nix. Also ein Cooling-Diffusor. Entlüfte mal komplett und dann sehen wir uns das nochmal an. Weißt du, was es ist? Siehst du was? Nee. Siehst du es? Und das ist genau das, was du sehen sollst. Weil bei normalen Pfeifen
verändert sich der. Wild. Also ich schätze, dass die Löcher da oben, ja, dass da der Druck reingeht. Und das heißt? Und dass die Kugel unten reindrückt und der Druck geht nie aufs Wasser per se. Ja, und das bedeutet, du kannst auch niemals fluten. Genau, du kannst nicht fluten. Also es ist eigentlich nur ein Anti-Fluten-Super-Diffusor. Ja. Aber nicht irgendwie ein Cooling-Diffusor oder sonst was. Gut, Simulation, keine Klage. Keine Klage, ist kein Cooling-Diffusor. Wie oft passiert das denn, dass du deinen Kopf flutest? Bei großen Pfeifen sehr selten. Aber sehr selten ist schlechter als nie. Das stimmt. Ja, ist eine nette Kleinigkeit so. Ich meine, so ein paar Kleinigkeiten bei der Pfeife zu haben neben, boah, sieht die geil aus. Ist schon wichtig. Ist cool. Vor allem, weil, also auch das rechtfertigt, aber nicht 500 Euro. Also ich würde sagen, diese Pfeife ist für Leute, die einfach Alpha-Fans sind. Die Alpha-Hooker mögen. Ich liebe zum Beispiel Alpha Modell X. Eine meiner Lieblingspfeifen, für mich maybe sogar meine meistgerauchte russische Pfeife overall. Ich finde Alpha cool. Ich war schon in Russland auf dem Messestand von Alpha. Warum auch immer habe ich eine gewisse Begeisterung für diese Marke. Mhm. Und dadurch, dass die so lange nichts Neues rausgebracht haben, war das immer ein bisschen schade. Also mein Punkt ist eigentlich der. Es gab sehr wenig krasse Veränderungen bei Alpha, mit ein paar Ausnahmen. Über 5-6 Jahre jetzt. Vielleicht sogar 7. Und jetzt die Oro, die so eine besondere und so andere Pfeife ist als alles, was sie bis jetzt gemacht haben, das ist halt actually geil. Weißt du, was ich mir gedacht habe bei dem Preis? Hm? Da muss irgendwas vergoldet sein. Da dachte ich halt. Also das hättest du auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, dann hättest du es rechtfertigen können. Ja, ja, wenn du zum Beispiel so ein bisschen die Base vergoldet. Wenn die Teile vergoldet wären, ja, wäre der Preis schon eher gerechtfertigt. Ja, kann man sagen. Für Liebhaber der russischen Shisha-Szene und für Liebhaber von den Alpha-Modellen ist es das. Und wenn du dann bereit bist, diese Pfeife für 500 Euro in deine Sammlung zu nehmen, dann ist das okay. Ich würde aber niemals davon ausgehen, dass Leute so viel Geld für diese Pfeife ausgeben würden. Also sagen wir mal so, wenn die in Deutschland hergestellt worden wäre, also nicht in Deutschland produziert, aber eine deutsche Marke. Mose hätte jetzt diese Pfeife rausgebracht. Ja. Und der Moritz wäre auf mich zugekommen und hätte gefragt, Marvin, hättest du da einen Preisvorschlag? Was denkst du denn, was kannst du für die Pfeife auf den Markt nehmen? Ja. Und hast sie. Was denkst du, was könnte man für die Pfeife auf den Markt nehmen? Hätte ich gesagt, wenn du die ohne Bowl verkaufst, 180, 200 Euro. Ich wäre jetzt auch auf maximal 200 Euro gegangen. Ja. Maximal. Mit Bowl, je nach Bowl, 230 bis 250. Ja. Also ich glaube tatsächlich für 150 Euro, da würdest du schon wieder kaum Gewinn machen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass diese Teile in der Herstellung schon ein bisschen länger laufen müssen. Also ich glaube 150 Euro wäre kein gesunder Preis für die Pfeife, vor allem wenn man dann noch mit einberechnet, dass teilweise Provisionen da drauf kommen, Rabatte da drauf kommen und so weiter. Also ich glaube, wenn du die bei 180, 200 angesetzt hättest, dann hätte man auch nochmal hier und da 20% Rabatt geben können oder Provisionszahlungen und so, dann hättest du das, glaube ich, angenehmer abdecken können. Das musst du ja alles in Preiskalkulationen immer mit reinpacken. Ja, du musst ja aber auch bedenken, eine Breeze hat 150 kostet so. Ja. Ja. Und das war ja, also ich würde jetzt sagen, diese hier ist ein bisschen aufwendiger. Ja, aber es sind auch mehr Teile, ne? Es sind mehr Teile, ja. Plus der Diffusor ist, glaube ich, auch schon aufwendig in der Herstellung. Ja. Ist kein Hexenwerk, ne? Aber ist halt schon mehr als so ein normaler Diffusor, den du einmal umdrehen kannst und fertig, ne? Das ist ein Teil. Und das waren irgendwie 4, 5 Teile und noch Kugeln, die müssen da auch reingelegt werden und so weiter. Ja. Hast sie. Ja, soll ich einen ziehen? Probier mal. Das ist leider Plastik. Sag ich dir. Ich hätte wirklich mir gewünscht, dass das Leder wäre. Ja, das wäre auch geil gewesen. Dann Leder mit dem goldenen Stück, was hier rausgucken würde, wäre Premium gewesen. Ja. Und bei 500 Euro ist es was man hätte verlangen können, finde ich. Ja, safe. Aber Rauchverhalten ist geil, oder? Relativ leicht für eine russische, würde ich sagen. Entlüften geht auch relativ easy, finde ich. Blubbern ist halt gerade kaum vorhanden mit dem Diffusor. Wir machen den auch gleich nochmal ab, ne? Wir testen gleich nochmal hier ohne Diffusor / normaler Diffusor. Müssen wir nur mal gucken, wie wir das mit dem Kopf machen, weil die Pfeife sitzt bombenfest auf der Bowl. Das lässt sich gut rauchen. Ja, ne? Rauchverhalten ist geil. Ja. Wollen wir mal umbauen? Ja. Okay. We made it. Dann wollen wir doch mal gucken, wie sie sich ohne Diffusor rauchen lässt. Also Durchzug ist noch ein bisschen geiler. Nicht so smooth, aber offener. Offen. Also man merkt, dass der ein kleines bisschen Durchzug kostet hier. Das ist schon ein wildes Gerät, ne? Kann man den noch zumachen? Weil der da unten so eine Riffelung hat, weißt du? Dachte ich, man kann den zumachen. Wild. Also es geht übertrieben schwer, aber da unten den Ring, den hier, ja? Also diese Löcher, die ihr da drinnen seht, könnt ihr halt auf- oder zudrehen. Das heißt, du kannst den Durchzug auch noch mit dem Diffusor einstellen. Ah, lull. Der O-Ring ist instant kaputt gegangen. 500 Euro Pfeife, let's go, Bruder! Um fair zu sein, ich glaube, den brauchst du da nicht. Jetzt geht's auch einfach.
Also ich würde euch einfach empfehlen, diesen O-Ring aus Prinzip kaputt zu machen. Kann man die jetzt schon kaufen, ja? Die kann man kaufen. Ah, da ist noch ein zweiter O-Ring. Hab ja einen Ersatz-O-Ring. Ja, ja, ja. Alpha Storm, this is an approximate level of traction from comfortable diffuser to classic dense storm. It's also equipped with a valve system, thanks to which you can blow through the bowl. Krass. Also der zweite O-Ring ist noch ganz. Erstes Fazit, erster Eindruck. Optik ist für mich eine 10 von 10. Muss natürlich jeder selbst wissen, aber ich meine, ich habe mir die Pfeife gekauft. Ich finde, die ist eine 10 von 10. Ich finde die Pfeife wunderschön. Ich finde den Blow-Off wunderschön. Rauchverhalten vom ersten Eindruck, absolut nice. Verarbeitung, okay, funktioniert. Das mit dem O-Ring war jetzt unfortunate, aber sollte man vielleicht auch nicht mit Gewalt zerlegen, um fair zu sein. Auf der anderen Seite, ja. 500 Euro, Digga. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall ein Liebhaber-Sammlerstück. Ja. Dass das keine Pfeife für jedermann ist, ist spätestens bei dem Preis klar. Ja. Ist Geschmackssache. Ja, ja, ja. Safe. Ja. Also, Alpha Oro, erster Eindruck, so ist es.